Kutan Immobilien, wenn es um den professionellen Verkauf oder die Vermietung Ihrer Immobilie geht. Erstklassiger Service, hervorragendes Know-how, Seriosität, Kompetenz und Leistung. Seit fast 30 Jahren für Tausende von Kunden. Meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. Kutan Immobilien. Im festlichen Rahmen des Ludwigshafener Pfalzbaus und mit rund 800 Gästen feierte die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen am Freitag, dem 12. Juli 2019, ihre Absolventinnen und Absolventen. Eröffnet wurde die Veranstaltung durch Hochschulpräsident Prof. Dr. Peter Mutra, gefolgt von der Studierendenrede von Maximilian Schröder, Absolvent im Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt Management und Consulting. Anschließend gab Comedian Dr. Christian Czako Habekost Auszüge aus seinem aktuellen Programm zum Besten. Auch die Ehrung herausragender Studienleistungen hatte wieder ihren traditionellen Platz bei der Studienabschlussfeier. Vom Verein der Freunde und Förderer der Hochschule Ludwigshafen e.V. ausgezeichnet wurden mit jeweils 500 Euro Lorena Dühner als beste Bachelor-Absolventin und Katja Reinke als beste Master-Absolventin. Den ebenfalls mit 500 Euro dotierten Preis für die beste Bachelorarbeit erhielt Annalena Gerdon. Auch Carsten Hämmerle wurde für seine herausragende Bachelorarbeit ausgezeichnet. Die Preise überreichte Ahu Gehl, Vorstandsmitglied des Vereins der Freunde und Förderer der Hochschule Ludwigshafen e.V. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine Gesellschaft, die demenzfreundlicher und demenzoffener ist. Und da können Demenzdörfer auch vielleicht nur eine Zwischenstufe sein. Aber mich freut es, dass meine Arbeit zum Denken anregt. Und ich finde, damit ist schon ein großer Schritt getan, dass wir über Demenz nachdenken, darüber, wie möchten wir, wenn wir alt sind, versorgt werden und wie ist es jetzt und was kann man besser machen. Darum ging es in der Arbeit eigentlich hauptsächlich. Der mit 300 Euro dotierte Family Award, der Studierende mit Mehrfachbelastung durch familiäre Aufgaben auszeichnet, ging an Iris Sebastian. Den mit 800 Euro dotierten Förderpreis Gesundheitsökonomie in der Kategorie Erstplatzierte Masterarbeit verlieh Julia Bayer vom Förderverein Gesundheitsökonomie an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen an Julia Kaliber. In der Kategorie Zweitplatzierte Masterarbeit wurde Christina Zippel für ihre Arbeit mit einem Preisgeld von 700 Euro ausgezeichnet. Die Preisträgerinnen und Preisträger unterstrichen insgesamt das breite Spektrum an Studiengängen und Formaten der Bildungseinrichtung in Ludwigshafen. Den Abschluss des offiziellen Programms bildete dann ab 19 Uhr die feierliche Vergabe der Abschlussurkunden. Durch den offiziellen Teil des Abends führte Stefanie Zülsdorf-Hottel vom hochschulzugehörigen Weincampus Neustadt. Für den richtigen Schwung sorgten beim Festakt die Band The Necronautics sowie bei der Party ab 22 Uhr DJ Lukas Sommer. Im vergangenen Studienjahr, im Wintersemester 2018-19 und im Sommersemester 2019, haben insgesamt gut 600 Absolventinnen und Absolventen ihr Studium an der Hochschule in Ludwigshafen beendet. Derzeit studieren rund 4.500 Studierende an der Hochschule.